Annika Kunz. Nun ins Tor. Laura Fischer soll kurz verschnaufen. Und da ist sie wieder auf den Beinen. Janet Krüger. Und da haben wir noch kurz zugehört. Er sagte, nicht zu dicht, wenn ihr vorne parallel spielt an der Abwehr. Und Bonnie Lenz auf der rechten Außenseite jetzt wieder bei. Maria Kluth sucht da die Lücke, bekommt den Freiwurf. Das sieht aber jetzt ein klein wenig schneller aus. Technischer Fehler abgepfiffen. Ball nach außen. Und Daniela Zech mit ihrem ersten Treffer, da hat sie Glück. Schwerin jetzt aber mit der schnellen Mitte und schafft sich die Lücke. Katrin Hilger am Kreis. Vierter Treffer. 13 zu 18. Und da sagt sie es gerade, Annika Gons im Tor, ihr seid zu leise. So sagst Kommunikation in der Abwehr ist alles, wenn man die nicht hört, ist das nichts. Und ein technischer Fehler und die Möglichkeit für Grünwald-Schwerin jetzt zum Konter. Unterbinden die zweite Welle. Mädels laufen so ein bisschen konzeptlos, planlos nach vorne, alle auf einer Seite. Auf der linken Seite bewegt sich eine Spielerin, die restlichen vier, fünf laufen auf der rechten Seite. Das ist auch nicht ganz richtig. Hier muss natürlich eine Verteilung sein, dass die Außen auf ihren Außenpositionen laufen, die Halben auf den Halben nachstoßen. Momentan war es aber eben war es nicht so der Fall. Ach, die technischen Fehler. Ja, jetzt Theresa Meissner setzt sich da durch. So langsam und allmählich laufen sie sich warm. Und die Bank ist da. Die Bank kann auch nicht weglaufen, Kai. Ja, aber sie ist lautstark dabei, feuert von außen an, versucht die Mädels zu motivieren. Und da Bonnie Lenz die Hand dran, die Gegenspieler bleibt doch liegen, die Schiedsrichter sagen aber nichts. Und jetzt die Überzahl, da die 8 von Bützow da wegbleibt, der Anspieler an den Kreis, Katrin Hilger, Treffer Nummer 5. 15 zu 18. Schick, schick. Und da könnte, wenn sie sich jetzt wehgetan hat, die 8 ein wenig aus dem Spiel genommen ist, ist das definitiv eine Schwächung für Bützow-Güstrow. Gehe ich mal aus, dass das eine Schwächung sein könnte, aber man muss natürlich aufpassen, die Spielerin vielleicht mehr über die Außen kommen lassen, weil sie da etwas mehr Gegenwehr hat, als wenn sie im Zentrum einfache, leichte Tore machen kann durch ihre schnelle Bewegung. Jetzt Freiwurf an der falschen Position ausgeführt, schade, da wäre sie durch gewesen. Aber sogar kann Schwerin jetzt neu aufbauen und sich erstmals wieder mit zwei Toren rankämpfen. Ja, die Zuschauer sind da, die Bank macht die Stimmung mit, sie versuchen die Mädels jetzt nach vorne zu peitschen. Da ist der Platz, da trauen sie sich nicht hoch. Anspiel an den Kreis. Es war zu eng da, da ging nicht viel. Da hätten sie sich selber trauen müssen, einfach mal hochsteigen und den Wurf suchen. Vollkommen richtig, wollte ich gerade sagen, dass alle drei Aufbauspielerinnen momentan nicht den Mut haben oder das eigene Selbstvertrauen, um da eventuell wirklich mal aus einer entscheidenden Situation locker bei 9 Meter aufzusteigen, um dann den Torwurf präzise auf die Kiste zu schieben. Wow. So wie das, Cassie Maria Skarka wieder da und macht das 15 zu 19. Sie hat eben diesen Mut und den Wurf und so wichtig für ihre Mannschaft. Und jetzt von außen mal
wird Schritt Bela angezeigt. Von Janett Krüger war es aber nicht, sagen die Schiedsrichter. Der vierte Treffer von außen, 16:19. Was mich ein bisschen wundert bei der Gegenwehr gegen die Nummer 8, ob das nur Maria Kluth ist oder eine andere Spielerin. Sie ist eigentlich körperlich sicherlich im körperlichen Überlegen, aber von der Körpergröße her natürlich unterlegen. Und da sollte man rechtzeitig sich darauf einstellen. Jetzt die 2 Minuten Strafe gegen die Nummer 9. Ja, es ist bereits die zweite gegen sie in diesem Spiel. Sagt ja, was soll ich machen? Aber Wechsel hat sie sich wehgetan. Janett Krüger. Hoffen wir einfach mal, dass es nicht Schlimmes ist. Du kennst das Problem mit dem Knie. Darüber möchte ich heute nicht reden. Gut, 2 Treffer gehen auf ihr Konto in diesem Spiel. Und wir wünschen ihr von der Sorte natürlich alles Gute. Dass es nichts Schlimmes ist. Und ihr Ersatz fügt sich da ein, erst mit einem fast Fehlpass und dann mit dem Wurf, der daneben geht, Yvonne Kannert. 16:19. Und jetzt also wieder die Chance für Grün-Weiß-Schwerin hier auf 2 Treffer ranzukommen. Und das hatte sie eigentlich gut gesehen, aber jetzt die Lücke da. Aber schlechter Pass von Bonnie Lenz, er traut sich nicht selbst zu gehen. Und kriegt dann den Pass nicht richtig zustande. Glück dafür, Schwerin, dass sie Freiwurf haben. Schlechter Pass da von Meißner. Haben sie Glück, dass auch kein passives Spiel angezeigt ist. Jetzt schön rausgespielt, Katrin Hilger, Tor! Ihr 6. Treffer in diesem Spiel bereit. Und 17:19 und so langsam knabbert sich Schwerin ran hier. Und wollen wir gucken, wie Schwerin hier in Unterzahl arbeitet jetzt. Und wieder der Wurf von Yvonne Kannert. 9 noch relativ kalt auf dem Feld. Und wieder kann die Torhüterin den Ball abgreifen. Und jetzt wird es natürlich interessant. Wenn Schwerin jetzt hier an den Anschlusstreffer macht, dann ist auch die Halle vollkommen da. Ist dabei und dann haben wir spannende letzten Minuten hier. Sind ja noch 19 auf der Uhr. Und Schwerin ist wieder voll. Dann hat er Glück, Fuß, sonst wäre der Ball verloren gewesen. Und da ist sie gleich wieder drauf, kommt mit vollem Druck. Und Freiwurf für Schwerin. Ist momentan aber auch bei Schwerin die Einzige, die so wirklich sich traut, im 1-1 was zu bewirken. Das, was ich mir eigentlich erhoffe von den Aufbauspielerinnen. Der Zeitspiel angezeigt. Passives Spiel, Theresia Meißner. Ja. Es geht doch! Es geht auch von hinten, genau. Und wenn man jetzt den Wurf sieht, dass der Ball ist drin, sollte man auch den Mut fassen für die nächsten paar Minuten. Es ist nur noch ein Tor. Und daher bleibt abzuwarten, wie Schwerin das jetzt umsetzt. Abwehr ist jetzt etwas stabiler. Auf die Nummer 8 muss man natürlich immer noch besonders aufpassen. Aber auch jetzt ein bisschen lauter die Abwehr. Körperspannung ist da, die Hilfe vom Nebenmann. Es sieht jetzt schon besser aus. Ja, man hat den Mut geschöpft, man hat sich rangekämpft auf ein Tor, auf 18:19. Und jetzt ist es natürlich auch an den Bezugüstroern, hier ein Mittel zu finden. Damit dieser Ausgleich, der jetzt nämlich droht, von Schweriner Seite eben nicht fällt. Ah, schlechter Pass. Von außen und dann hört man Steffen. Ja, jetzt ist egal, wir wollen hier aufholen, da geht auch mal ein Ball verloren. Und Kannert bleibt unerfolgreich.
und der Nachgriff in den Kreis und erlaubt Abwurf für Grün-Weiß-Schwerin. Und der 7 Meter und 2 Minuten Strafe gegen Yvonne Karnert, die das nicht direkt registriert hat. Das ist Schwerin. Ja, an der Linke zum 7 Meter. Da hat Schwerin noch ein bisschen Glück gehabt. Janet Krüger nicht weiterspielen konnte und der Ersatz Yvonne Karnert nicht ins Spiel kam. 3 Bälle verworfen, den 7 Meter und 2 Minuten. Und sicher verwandelt jetzt von Anna Lenke. Der 5. 7 Meter für Grün-Weiß-Schwerin ist der 3. verwandelte. Und Auszeit genommen jetzt von Bützogusto. Und dann wollen wir mal ein bisschen reinhören, wenn sie uns lassen. So, Bützogusto versucht jetzt ein wenig umzustellen, sich auf die neu erstarkte Schweriner Mannschaft jetzt einzustellen, neue Mittel zu finden, auch auf die Unterzahl ein bisschen einzustellen, die sich hier eingestellt hat. Mal gucken, wie sie das angehen, auf jeden Fall mit einem Kreisläufer. Eine schöne Finte außen, es gibt den 7 Meter Ball gehalten. Ärgert sich Annika Konz, sie hält den Ball und trotzdem noch die Chance. Und Anne Klink. Oh, jetzt hält es auch um 7 Meter, pass mal auf. Ja, bin ich mal gespannt. Ein paar sagen, was wir bisher immer ziemlich gut hier. Nee, doch nicht. Hat sie lange gewartet, die Anne Klink. Gewartet, dass sich Annika Konz bewegt, das hat den Gefallen hat sie ihr getan. Und der 4. Treffer beim 4. 7 Meter. Der 5. Treffer beim 5. 7 Meter. 19:20. Der Gedanke gut. Glück, dass sie da den Freiwurf noch bekommen. Aber der Gedanke war gut, da stand sie außen ziemlich frei.